Was zum Teufel? Das sind unsere Trucks. Keine unserer Expeditionen hat den Dschungel überlebt. Wie ist denn das möglich? Wenn sie vom Wald kamen, fahren sie in die falsche Richtung. Nein, seht noch mal hin. Das sind nicht unsere. Also Feinde? Oh mein Gott! Ist das eine Brennstoffzelle? Solche Technik habe ich noch nie gesehen. Wer zur Hölle waren die? Wer immer sie waren, sie sind tot. Das war ein Massaker. Wir müssen hier weg. Shana, wir brauchen einen Unterschlupf. Los zu den Felsen. Bin ich verrückt oder hast du auch das seltsame Gefühl, dass diese Stürme uns folgen? Ja, das gefällt mir gar nicht. Bleib zurück, ich mach den Weg frei. Das verstehe ich nicht. Woher hatten die Rebellen funktionierende Fusionszellen? Das waren keine Rebellen. Die Elektronik in diesen Trucks muss auch in der Wüste funktioniert haben. Vor langer Zeit. Wer zur Hölle waren sie dann? Kamen sie auch von der Flores? Kolonisten, die zu einem anderen Ort auf dem Planeten geschickt wurden? Eine Geheimmission, die nichts mit unserer zu tun hatte? Diese Erklärung klingt ein wenig verrückt. Fällt dir eine ein, die nicht verrückt klingt? Tja, im Moment? Nein. Tiago, hat August was Hilfreiches gesagt? August ist stiller als sonst. Ich habe August schon verängstigt erlebt, aber... Ich dachte, wir schaffen es nicht aus dem Sturm raus. Das ist kein Sturm. Seht mal, da ist jemand. Hey, ist das nicht der Wichser, der Jakob getötet hat? Ach Mann, du hast es wirklich drauf, die Leute anzupissen. Das Drecksvieh lässt nicht locker. Ich auch nicht. Das nächste Mal bringe ich ihn um. Hier oben! Da ist was. Eine Art Außenposten. Sieht menschlich aus. Siehst du die Antenne da? Damit kann ich das Signal orten. Sahedi, wie dringend brauchst du diese Antenne? Ehrlich gesagt, habe ich seit wir in der Wüste sind Probleme mit der Ortung des Signals. Ich dirigiere uns eher anhand von Schätzungen, aber mit der richtigen Ausrüstung... Verstehe, sehr dringend. Ich melde mich, wenn der Weg frei ist. Thank you.
Das ist definitiv eine Militärbasis. Aber ich erkenne die Abzweigung. Jedenfalls wissen wir jetzt, woher die Bestien ihre Waffen haben. Da stellt sich die Frage, gäbe es Gegner wie diese Bestien auch auf unserer Seite des Tores, hätten wir Menschen uns dann auch gegenseitig bekämpft? Tja, das wäre doch toll gewesen. Ein ganzer Haufen an Berichten. Machst du Witze?
Von den Leuten, die hier waren? Was steht drin? Anscheinend sind sie auf die gleichen feindseligen Ureinwohner gestoßen wie wir. Sie nannten sie Bestien. Sie errichteten dieses Fort als Basis, um Späher zu entsenden und die Bestien zu finden. Aber die Bestien fanden sie. Dann hat wohl niemand überlebt. Der Name Monroy taucht häufig auf. War wohl der Anführer. Monroy? Okay, Sahidi, der Weg ist frei. Ich warte dann auf euch. Thank you.
Sahidi, ich glaube, das war der letzte. Sie wollten einen Hinterhalt legen, aber der Außenposten ist sicher. Sorgt bitte dafür, dass es auch so bleibt, ja? Hörst du das? Das ist eine Relaisstation. Was zur Hölle leitet die denn weiter? Unser Signal. Das Signal. Waren die? Aber wie konnte es senden, als ich landete? Wie kann das überhaupt möglich sein? Kann es nicht. Es kann nicht sein. Nur ein Raumschiff hat die Erde verlassen. Unseres. Wer war es dann? Völlig egal. Diese Koordinaten. Wir finden sie, verbinden uns und kontaktieren die Flores.